Lockdown Protocol. Hier sind wir zu einem neuen Let's Play, wie ich gerade sagte, Lockdown Protocol. Wir nennen es erstmal Forlorn Skies LP. Ich weiß nicht, um was in dem Spiel geht. Ich habe sogar vergessen, was da war. Hier geht es erstmal auf Ready. Singleplayer. Du mal weg hier, ich will schon. Singleplayer. Ready. Ach, das war so ein Shooter, oder wie? Ach ja, Shoot CTL. Match Statistic Tab. Asif ER ist Pickup Activate. T, also R ist Reload. Ach ja, süß. Hallo. Ach ja, süß. Switch Weapon. Haben wir noch keine andere? Ach ja, geil. Okay, dann fangen wir mal an. Ach ja, ich könnte die mal aufnehmen hier. Mit E. Kann ich das vielleicht kaputt schießen? Ich sollte mal reloaden, während die hier hochfährt. So. Also Lockdown Protocol, unser nächstes Indie-Game. Kein Shooter. Na super, ich komme da gar nicht rein. Ja, wie komme ich. Irgendwas übersehen, hier gab es bestimmt irgendwo ein blaues Ding. So fängt es jetzt hier schon mal an. Ich sage jetzt noch mal Hallihallo zum Pistole mal genommen. Ja, das ist durch, du Arsch. Hier Hallöchen in diesem kleinen Indie-Shooter. Hier liegt nichts mehr. Name ist Lockdown Protocol. Was übrigens auch als Multiplayer gespielt werden kann. Seht, die Grafik ist jetzt okay, nicht so das Allerschönste. Klar, hin und her. Muss wieder reloaden. Geht nicht kaputt. Danke. Jetzt sind wir weitergekommen. Da legen wir das. Was ist das eigentlich? Power Cell plus 200. Ich weiß gar nicht, was das bringen soll, aber gut. Reloaden. Hier mal draufschießen, geht das? Nö. Na gut. Dann gehen wir mal weiter hier. Hier ist wieder so ein Power Cell. Ach, geil, ich bin tot. Das ist mal überhaupt gar nicht gepeilt. Scheiße. Alter, wie kraucht denn der? Wie schleicht denn der? Sogar, geh mal gar nicht hier. Ach ja, da verliert auch noch Energie. Ist ja super. Was bist du für eine Nudel, Alter? Uah, ich sollte da weggehen. Na komm. Komm runter. Komm runter. Komm. So. Also nochmal jetzt hier. Das ist ein kleiner Indie-Third-Person-Shooter, wie ihr seht, in 2D-Form. Den ich mir jetzt ausgesucht habe für euch mal hier zu Let's Play. Ich play ja selten Shooter. Ich bin auch kein wirklich guter Shooter-Spieler. Das muss ich offen zugeben. Das habt ihr auch schon gemerkt. Yeah, hab dich getötet, Alter. Shootgun, das heißt... Huch!
Das gefällt mir. So, die Green Card haben wir bekommen. Sehr schön. Ja, ich komme mit der Steuerung mal überhaupt nicht zurecht. La la la. Nochmal la 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 sagen. Das ist immer gut. Das machen, das mögen die Gegner auch, wenn du la 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 sagst. Total sinnfrei hier. Ey. Was ist die Sprechoption, Alter? Hier fliegt die Eingeweide noch rum, das geht aber gar nicht. Download Link und so weiter findet ihr bekanntermaßen eben in den Download Links und die genauen Spiel. Ja. Stirb, Alter. Naja. Den Link zum Spiel, den Download und alles findet ihr entweder in der Videobeschreibung und auf natürlich auf Fallons Geist LP. Ach, der war hinter mir. Na super. Scheiß Arschloch. Ich sag das nochmal langsam. Den Download-Link und den ganzen Scheiß findet ihr entweder in der Videobeschreibung oder auf FallonsGeist.de. Also auf FallonsGeist.de, FallonsGeistLP.jimdo.de. Ich mache ein bisschen gerne Werbung für meine Webseite hier, auch wenn es so eine gehostete ist, ist auch egal. Dort findet ihr auch dann die ausführliche Beschreibung. Ich bin tot. Was für eine Scheiße. Ach ja, okay. Player FallonsGeist.LP, commit a suicide. Yeah. Ist super. So Suicide machen hier in solchen Spielen ist immer ganz sinnvoll. Ah, der trifft mich doch. Kackt mir nicht in die Hose, Alter. Kackt hier nicht in die Hose. Reloaden wir mal hier. Nehmen die Scheiße auch mal auf und reloaden nochmal. Und lassen wir die Scheiße hier hochkommen. So, springen wir mal oben drauf. Ups. So. Bam! Du Arschkeks. Der will mich jetzt wohl verkackwurscheln, oder? Ist hier noch weiter hoch? Natürlich geht's hier noch weiter. Gucken wir mal hier in die blaue Tür rein. Da finde ich erstmal ganz viele Cells und so ein Scheißdreck. Was ist das jetzt wieder? The Red Card. Super. Ich habe The Red Card gefunden. Gehen wir mal hier runter hier. Machen wir mal so. Ja. Ah. Hab ich da gerade was in die Luft gehen sehen? Also, huh! Ach, jetzt darf ich den Scheißweg wieder machen. Komm, ist doch nicht euer Ernst. Komm, Arschloch. Ich habe auch nur noch eine Pistole, fuck. Ist ja super hier wieder. Ach ja, das da unten gar nicht verschwinden lassen. Machen wir mal weg hier. Müsste mal auf hier. Müsste mal runterfahren hier. Und fährst mal nach oben. So, auf jeden Fall, Grafik, gut, ist es natürlich nicht das allerbeste, aber es macht schon irgendwie Bock zu spielen. Oh. Nein. Wurde wieder getroffen. Mann. They always kill me, huh? Nein! Tschüss.
Ich lebe noch. Ach ja, mit dem Grenade Launcher, das könnte jetzt auch funny werden, oder? Huch! Nein, nein, weg da, weg da. Ah, geh lass mal raus da. So, fahren wir erstmal hier komplett runter. Und fahren erstmal hoch. Haben wir hier einen Granatenlauncher gefunden. So einen schönen Raketenwerfer. Ach nee. Ach kacke, was mache ich denn für Scheiß? Ja, super, ich bin blöd. Nein, hoch, hoch, hoch. So. Natürlich habe ich jetzt meinen Granatenwerfer weggegeben. Ich blöd Schädel. Ah! Ja, hallo. Verdammt. Verdammt, voll von die Linse geflogen. Ach, ich bin doch dämlich, Alter. Wie bin ich da runtergekommen? So. Ja, nehmen wir beides mit und den hier auch. Und mir passt ja wieder alles. Jetzt laufen wir mit unserem, in dieser wunderschönen Laufoptik hier zum Plattform. Macht das, macht Spiel, macht Spaß. Gut, grafisch natürlich jetzt hier 2D-mäßig, bla hin und her. Sehr simpel gehalten. Aber irgendwie auch dieses Simple macht irgendwie mir gerade so richtig tierisch Spaß, wenn ich mit der Steuerung nicht so ganz zufrieden bin. Die irgendwie blöd gelegt ist, aber gut. Und jetzt machen wir die einfach mal hier. Now you will die. Weil ich hab Granatenlauncher, weißt du Bescheid. Nein, ja, nein, nein, das gibt's doch nicht. Sag mal. Warum krieg ich die nicht tot mit dem Granatenlauncher hier? So nicht. Ach komm, runter da. Hab. So langsam glaube ich, das Spiel will mich verarschen. Manchmal schaffe ich es, manchmal nicht und jetzt habe ich keinen Bock mehr. So, jetzt machen wir es mal einfach anders. Machen wir hier, nehmen wir die Shotgun mit. Lassen wir die Kacke hier kommen. Hoppede, komm her, schneller. Ach ja, super, geil. Ich wurde gerade von der Plattform zerquetscht. Ganz geil. Na super. Ich bin doch recht dämlich, einfach nur. Könnte mich bitte jemand erschießen für meine absolut mich einfach irgendjemand erschießen für meine gnadenlose Blödheit gerade. Ohne Mist. So schwer ist das Spiel doch nicht und ich stelle mich hier an wie klein doof. Alter, das ist doch nicht wahr. Fahren wir nach oben. Ja, ich weiß, es geht auch in die andere Richtung, aber ich will da noch nicht hin. Da fick dich doch einfach in dein Po. Das kann doch nicht sein. Ich gehe hier gleich. Ich gehe doch jetzt auf die andere Richtung hier hoch. Also, da war ich ja schon, verdammt, stimmt, da war ja was. Sag mir jetzt gerade, wie ich das am besten machen kann. Huch! Moment, hat die mich jetzt nur weggeschoben und nicht gerade umgebracht. Ja, machen wir mal hier. Probier was doch mal. Ich bin ja echt zu blöd für das Spiel. Boah, trifft der Wichser mich. Jumpy! Jumpy! Aua! Nein, das kann doch nicht wahr sein. Sag mal. Schade auch, dass es halt wirklich nur bei dieser Pistole diesen. Nein! Tschüss! Also manchmal überlebst du, manchmal verreckst du. Ist jetzt hier natürlich ganz normal. Super. Nein, falsche Taste gedrückt. Nein, falsche Taste gedrückt. Nein, falsche Taste gedrückt.
Ist das wäre auf hier so. Kommst du mal? Nein, weg da. Park mal oben hier. Park schon nochmal nach oben hier. Komm, nee, muss ich doch hinkriegen, verdammt. Den muss ich doch töten können. Das ist doch nicht wahr. Das gibt's doch nicht. Noch mal weg. Lass ihn jetzt einfach leben, das ist, der Typ ist mir zu blöd. Bam, ich hab's geschafft. So, das nächste Level machen wir jetzt einfach mal noch und dann glaube ich, dachte ich, komm, ich mache noch ein paar mehr Level, macht Spaß wie Sau. Ja. Gut. Natürlich treffe ich den nicht, aber er mich. Ja, ganz natürlich. Der Knark! Gibt's ja nicht! Der will mich doch verarschen, der Typ. Shotgun wieder. Wissen wir jetzt hupfe? Ah, ich krieg Schaden, okay, super. Ja. So, du Arschkeks. Ich glaub's ja nicht. Jetzt bist du selber tot hier. Pulswürfel. Das Ding sieht schön aus. Alter. Geil. Mann, ja, nee, warte. Eine schöne Pulswürfel verloren, Mann. Nein. Lass mich mal hoch hier. Mit das mal mit hier und fahr mal wieder runter. Und jetzt wirklich auch so rum wieder latschen. Nee, super, Schein ist so eine Scheiße. So, fahr mal runter wieder. Ja, wollen die doch nicht runterfallen. Und wir haben Checkpoint. Da kommen wir von der anderen Seite erst hin. Obwohl ich hätte das blaue Ding, aber naja. Gucken wir mal. Arschloch. Hier war voll der Schlagabtausch mal. Ich gehe jetzt erst unten hin. So, nach unten. Macht schon tierisch Spock. Also, das Spiel ist ein bisschen schwer aufgebaut allerdings auch. Checkpoint. Und First Aid Kit und dann gehen wir wieder hoch. Wir haben jetzt 39 Shotgun und 42 Pistolenmuni. Da lässt sich das Leben noch schön leben. Und dann nach oben kommt, ab. Und tschüss. Das war's jetzt auch schon wieder. Das war jetzt nicht so schwer. War das andere Level schwerer. Kommt vielleicht auch noch. Ach, super. Sieht wieder so nach dem Endlos-Level aus. Meine Fresse. Geht erstmal da lang. Das sind Sachen hier. Ja, ist ja gut, hab's kopiert. Ist ja gut, hab's kopiert. Ach ja, Munition. Shotgun, ups. Gehen wir erstmal hier hoch. Arschloch.
her. Ich mag die Pulsriffel nicht, ich mag die andere lieber. Hi! Ja, von wo denn? Bitte jetzt! Oh, dann warte mal auf das Scheißding. Ach, scheiße! Oh, war knapp! War knapp! Ja komm, fahr mich hoch! Fahr mich hoch, fahr mich hoch, fahr mich hoch! B habe ich ja inzwischen, gehe ich aber mal hier rein. Ich bin jetzt mal ganz dreist. So, gehen wir mal da hoch. Keine Ahnung, wo mich das jetzt hinführen wird. Level ist schon wieder so riesengroß gemacht. Checkpoint. Zum Checkpoint Charlie führt es mich. Und zu einem toten Menschen. So. Nein. Mal reloaden. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Mann, oh. Aber hier beim Checkpoint gespawnt. Da kann man jetzt gerne nochmal sterben. Wird auch egal. Ich treffe ihn nicht. Warum treffe ich den denn nicht? Mann, das kann doch nicht sein. Arschloch. I will kill you, ja klar. Das mach ich auch fertig. Hier, ja, ich auch. Nein, dich nicht mehr. Oh yeah, ja, leck mich. Weißt du, dass ich das da dazu sag? Hier, kriegst den von mir. Fuck. So. Einfach mal hier eine Runde rumgefuckt und dann geht's weiter. Fahr mich ab. Ich hab hier gegen so einen Kopf gegen Ding, ist auch egal. Fahr mich ab. Hoch. Und so, da fliegt ja nur noch die Eingeweide des Typen rum. Achso, ich bin da gleich wieder einer. Alter, ich krieg hier voll die Gänsehaut im Spiel. Warum auch immer. Ich will die ganze Zeit nicht, dass da irgendjemand ist, weil ich hab nur Angst, die töten mich. Also ist ja normal. Weißt du Bescheid. Ist ja überhaupt kein Shooter. Nee. Kein Shooter. Fahr mich hoch, Dödel. Hallo, bin auch da. Ich hab keine Munition mehr, das ist doch nicht wahr. Ach komm, Mann, Alter, leck mich am Arsch. Das ist doch nicht wahr. Nein! Mann, scheiße. Ja, da fliegen meine Gedärme jetzt rum, die komischerweise ganz schön rot sind. Also die scheinen ganz schön zu verfaulen hier. Na ja, gut. Also wieder hoch hier. Wieder rein da, so und ab. Lauf. Also die G-Animation ist ja mal hier, geht mal gar nicht. So, Arschloch. Peinlich, ich, dass da jemand auf mich schießt. Nein. Ja, geil. Nein. Warum kann der auch nicht zuhören? Immer mal mit der Knarre dann am Kopf geben, dann wäre der auch hinüber, aber nein, das kennt der Typ natürlich nicht. Das ist in seiner Schießausbildung nie vorgekommen. Und auch wenn auch hier mit dem Kopf gegen die Wand zu hüpfen, das mussten sie lernen, aber nicht hier den Leuten immer mit der Knarre am Kopf zu geben, dass die umfallen. Mann. Ah. Nein! Scheiße, das war jetzt wieder sehr intelligent. Verdammt. Naja gut. Ich bin schon. Alter. Ich spiele hier um 2:45 hier irgendwelche Spiele. Ich bin hundemüde. Ich kann also sonst nicht. Ich darf halt auch noch wahrscheinlich eine Stunde oder zwei Minecraft aufnehmen, damit ich morgen wieder Minecraft hochladen kann. Eigentlich müsste ich heute auch noch Drakensang aufnehmen, aber wisst ihr was, da könnt ihr mich mal. Das mache ich wann anders. Ich weiß, dass manche Let's Test jetzt ein bisschen kürzer ausfallen, weil ich sie eben um die so... Den Sprung da geschafft, ey, leck um mir. Ist nicht durch. Juhu, ich hab's geschafft. Hier, kriegst den von mir, du Sackrabbe. Okay, jetzt. Ach komm, ich mach noch ein Level, das macht es gar nicht so schlecht. Gucken wir was. Bum, bum.
Nein! Nein! Ja, geil! Super! Gehst du mal nach oben hier, Alter. Komm ab. Das eine Level machen jetzt noch, danach ist Schluss mit dem Game. Ach ja, da will ich auch wieder hüpfen hier, bin blöder. Tschüss, ich bin tot. Ich habe überlebt. Das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Wie habe ich denn das überlebt? Aber also diese Physik Engine hier so mit Sterben und bla, wenn du da einmal gegen die Wand klopfst, so, dann nochmal irgendwo dagegen klopfst, dann lebst du, oder jetzt doch nicht mehr. Naja, ich weiß auch nicht. Bisschen komisch. Aber wisst ihr was, das ist jetzt auch irgendwie genug. Es ist zu spät für das Spiel, ich muss noch Minecraft aufnehmen, wie gesagt. Ich wiederhole noch, was ich vorhin gesagt habe. Auf forderungsgeist.jimdo.de bekommt ihr alle Daten zu dem Spiel. Plus Download-Link und hin und her. Ich verabschiede mich hier von dem Let's Play von Lockdown irgendwas. Alter, ich krieg das heute Nacht echt nicht mehr zusammen. Verlappt dann irgendwas, genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Let's Test der Indie Games Reihe. Bis dann, auf Wiedersehen.